Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Beyond Two Souls. Wir sind hier in einer verdeckten CIA-Operation tätig und sollen irgendeinen total arschlochmäßigen Scheich ausschalten. Dazu müssen wir aber jetzt erstmal... an seinen Wachen vorbei. Tschüss, Mann. So, den können wir dann von hier ausschalten. Ich finde, bis jetzt schlagen wir uns tatsächlich insgesamt ganz gut. Dennoch müssen wir vorsichtig sein. Wir sollten jetzt nicht zu selbstsicher werden. Oh, verdammt. Genau deswegen. Da sitzt eine ganze Bande an Soldaten. Den sollten wir am besten komplett aus dem Weg gehen. Wo ist denn das scheiß Hotel, zu dem wir sollen? Links rum. Gut, dann müssen wir uns mit denen ja eigentlich auch nicht auseinandersetzen, ne? Wo ist Jody? Da ist Jody. Das heißt, wenn sie hier weiter schleicht und dann darum, müsste theoretisch alles gut sein. Wir machen es trotzdem Station für Station. So, Junge, du musst gerade noch was für mich tun. Werd sie los. So. Hoffentlich hat das jetzt nicht die anderen hier hinten auf den Plan gerufen. Dass die gehört haben, ey, Alter, da hat er eben einer geschossen. Ich gehe da jetzt mal nachgucken. Scheint aber tatsächlich nicht der Fall zu sein. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich denke, wir haben das Hotel erreicht. Jody, komm, eine Station weiter. Und dann guck nochmal, ob hier irgendwas ist. Da oben ist nichts. Von hinten kommt auch keiner. So, das Hotel steht in Flammen. Sind wir uns sicher, dass der Blödmann hier ist? Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Ich sehe das nämlich noch nicht. Okay, erstmal weiter. Erstmal in aller Ruhe weiter. Dann gucken, ob unser die da drin sind wieder Leute, mit denen wir Channeling betreiben können. Dazu müssen wir dabei erstmal irgendwie reinkommen. Gibt es denn hier einen Eingang? Ja, es gibt einen Eingang. Okay, aber der Blödmann, der ist definitiv nicht da. Da hinten stehen wieder irgendwelche Leute, aber mit denen muss ich mich ja nicht unbedingt auseinandersetzen, oder? Komm. Zur nächsten Station. So. Ja, dann
Das Senaki Hotel. So, nun sind sie weg. Aiden, siehst du bitte nochmal um die Ecke? Das sind definitiv zu viele. Die kann Aiden nicht alle auf einmal ausschalten. Und Jody auch nicht. Aber wir wollen ja eh ins Hotel, ne? Wir wollen ja ins Hotel, auch wenn wir schon wissen, dass uns hier nur Tod erwarten wird. Sie sind weg. Nichts als Tod. Eine Ruine. Sie sind bei einer Kathedrale. Da ist eine in der Nähe. Die sollten wir leicht finden. Gut, ich will mich trotzdem noch mit den anderen hier kurz schließen. Oder allgemein mit den anderen Sachen, mit denen wir hier noch interagieren können. Jetzt muss ich wieder die richtige Einstellung finden hier. So. Geht das hoch genug? Jo, okay. Er war hier, aber er ist es jetzt nicht mehr. So, da sind aber noch zwei Sachen, mit denen wir interagieren können. Ist hier hinten auch noch was? Nö. Nö, also die beiden da noch. Gut. Oh, Kamera. Sei nicht so ein Arsch. Ganz ehrlich. Das macht man nicht. Das gehört sich doch nicht. Sie waren über Nacht hier. Ungefähr 10 Mann. Wieder nicht die richtige Einstellung. Halt, warte. Ich hab's gleich. Komm, das passt doch. So, damit haben wir alle Informationen gekriegt, die wir hier kriegen konnten. Wir müssen unseren Weg, unsere Verfolgung jetzt hier fortsetzen. Wir stehen hier gerade echt so ein bisschen auf dem Präsentierteller, ne? So, was mache ich denn mit euch? Wo ist denn die Ruine, zu der ich soll? Fangen wir mal so rum an. Ehrlich? Keine Ahnung. Aber ich würde ganz gerne da lang weitergehen.
Hier sind nämlich nicht ganz so viele böse Buben. Okay, da ist niemand. Ich bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob es hier überhaupt weitergeht. Ich befürchte, ich muss vielleicht wirklich da oben lang. Shit. Ich muss da oben lang. Oh Gott, wie machen wir das jetzt am besten? Ganz ehrlich, den jetzt einfach auszuschalten, das wäre ein bisschen offensichtlich, ne? Das kriegen die hier doch mit. Oh Gott, da stehen noch mehr. Ich will hier... Oh, Jodie. Manchmal ist die Steuerung echt ein bisschen böse. Ich will hier hoch jetzt. So. Ich glaube, die vielen Jahre, mit denen ich... die ich mit Metal Gear Solid verbracht habe, machen sich jetzt endlich mal bezahlt. Ich wusste, dass da einer steht. Ich wusste es. Aber kann man den da irgendwie weglocken? Oder geht der irgendwann von alleine da weg? Sonst bemerkt er uns doch. Jodie, 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 schnell! Beweg dich. So, es geht doch. Ich finde diese Aufgaben, die Aufgabe so schön. Kein direkter Kontakt mit dem Feind. Funktioniert ja super, wa? So. Da sind wieder zwei. Und das da sieht ganz nach unserem Ziel aus, aber ganz ehrlich, das sieht gleichzeitig auch ein bisschen danach aus, als ob die da noch andere Leute irgendwie als Geiseln halten. Wir da vielleicht was unternehmen müssten. Da steht einer, den können wir auch relativ gefahrlos. Eigentlich können wir den nicht relativ gefahrlos ausschalten. Das merken die da hinten doch sofort. Es sei denn, wir können sie irgendwie ablenken, aber womit? Na gut, ich mach's einfach mal. So, da bin ich jetzt voll auf Risiko gegangen. Und das war hoffentlich kein Fehler. Bitte lass das jetzt kein Fehler gewesen sein. Aber bisher sieht es ja noch gut aus, ne?
Bisher sieht's noch gut aus. So, da geht's nicht weiter. Aber hier. Was machen wir mit dem Blödmann da? Hallo. So, du gehst erstmal in Deckung. Und Aiden schaut sich hier für dich nochmal um. Okay, die Kerle da hinten unterhalten sich zwar, kommen aber hier nicht her. Haben wir über uns noch irgendwelche Feinde, auf die wir aufpassen müssen? Ansonsten geht es ja jetzt ja wohl den Weg hier weiter, ne? Okay, Teamarbeit, Aiden. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht in der Zeit den anderen sich schnappt, aber... Da hatte sie wohl kein Interesse dran. Ich weiß gerade wieder nicht, wo wir lang sollen. Ich würde ja die Leiter hochklettern, aber ich weiß nicht, ob ich mich den Damen da zeigen darf. Abgesehen davon führt diese Leiter nirgendwo hin. Ergo müssen wir wahrscheinlich hier in die andere Richtung jetzt weiter. Aiden. Aiden, schnell. Verdammt. Verdammt, der Kerl war gerade außer Reichweite. So. Ist er jetzt aber nicht mehr. Jetzt können wir unsere Macht nutzen, um gleich die nächsten auszuschalten. Aber das ist schon ganz schön krass, wie umfangreich diese Mission tatsächlich ist, ne? Und es ist ja wirklich schleichen, wie in so einem Schleichspiel oder sonst was. Das ist schon ziemlich krass. Ich finde es aber tatsächlich auch gar nicht so schlecht gemacht. Und es fühlt sich wirklich wie ein Spiel an und nicht wie so ein, nicht nur wie ein interaktiver Film, wobei das ja nicht unbedingt auch was Negatives sein muss. Okay. Das sind die Ruinen. Hier ist die Zielperson. Aber mit den beiden darf ich als Aiden wieder nicht interagieren. Ich verstehe immer noch nicht, warum nicht. Da hinten sind noch mehr Soldaten. Na gut. Aber ich denke, mit dem Hindernis befassen wir uns dann in der nächsten Folge.
von Beyond Two Souls. Bis dann.